Na, Paul, eigentlich wollten wir gerade vor 400 Leuten im Rhein-Main-Kongresszentrum sitzen. So war's geplant, ja, 500 Leute sogar, ja, nach dem letzten Jahr, was ja ziemlich cool auch gelaufen ist, frühzeitig ausgebucht, 300 Leute da, super Stimmung, haben wir gesagt, neues Jahr, neues Glück, dann setzen wir uns ein bisschen größere Ziele. Noch mehr Räume gebucht vor Ort, alles. Ja, genau, also schön viel Fläche beim RMCC gebucht, hier in Wiesbaden, hätten euch alle sehr, sehr gerne bei uns begrüßt. Und dann kam alles anders. Das war dann schon im März ein bisschen ein Schlag in die Magengrube, ne? Mit den großen Plänen, natürlich auch große Verpflichtungen sozusagen eingegangen und auf einmal war alles wieder ein Stück weit auf der Kippe. Wird es eine Tools for Agile Teams 2020 geben oder auch nicht? Die 9. Ausgabe der Konferenz? Wobei wir relativ früh gesagt haben, wir wollen es unbedingt machen, ne? Also egal wie, wir wollen es machen. Und ja, ich glaube auch, so ein Stück weit haben wir alle noch gehofft im Frühjahr, naja, bis in Winter, das wird wahrscheinlich, vielleicht können wir doch noch was machen. Vielleicht können wir, vielleicht nicht mit 500 Leuten, aber vielleicht mit ein paar weniger oder so. Und die Pläne haben sich dann eigentlich über das Jahr hinweg immer weiter geändert, ne? Das stimmt. Und wir haben es auch so gesehen, einfach die Konferenz heißt Tools for Agile Teams. Es geht um Agilität. Es geht darum, sich auf geänderte Rahmenbedingungen einzustellen. Und da sind wir das Jahr über auch wirklich durch alle Hochs und Tiefs gegangen. Auch durch die Phasen im Sommer, wo wir gedacht haben, okay, es könnte was geben mit einem physischen Event auch. Dann hybrid eben geplant und gedacht, naja, wir haben ja tatsächlich noch die Kapazitäten ausgeweitet. Also um da eine Vorstellung zu geben, wir hätten ja am Ende Flächen gehabt für 800-900 Leute unter regulären Umständen, die uns sogar noch angeboten wurden, um dann vielleicht 200, 300 Leute vor Ort zusammenzubringen. Und ja, dann kam das aus für den physischen Teil des Events. Und unser Orga-Team war oder musste notgedrungen auch sehr agil agieren, ne? Und wir haben auch ziemlich oft hin und her gerudert, was wir jetzt anders machen. Und machen wir da ein Studio noch ins RMCC oder doch nicht? Und naja, jetzt sitzen wir hier bei uns im Büro. Ja, eigentlich auch ganz gemütlich. Doch, ne? So ein bisschen wie aus dem Wohnzimmer jetzt heraus hier die ganze Moderation durchzuführen. Wir haben ja 7 Tracks parallel. Das heißt, man kann sich vorstellen, unser Office, das die letzten Wochen sehr leer war auch immer, da haben wir uns jetzt einfach wirklich über die ganze Fläche verteilt und hier diverse Studios eingerichtet. Und ja, ich glaube, insgesamt ein sehr, sehr cooles Ergebnis noch hingestellt, um die nächsten 2 Tage dann ja, optimal für euch zu gestalten und euch remote einfach auf eine coole Reise mitzunehmen. Und zuletzt haben wir sogar noch hier die Abstände gemessen und festgestellt, dass es exakt 1,50 Meter zwischen unseren Köpfen ist. Glück gehabt, ne? Also wenn ihr jetzt so ein Maßband hier nehmen würdet, dann würden wir gerade von Nasenspitze zu Nasenspitze hinkommen damit. Ja, das wird sehr spannend. Und ja, es gibt ja noch eine andere Neuerung auch dieses Jahr. Wir haben eine Mainstage eingerichtet, die dieses Jahr sogar auch über YouTube gestreamt wird. Und also auch sozusagen unabhängig von der Teilnahme über unser digitales Event-Tool Hopin dann auch sozusagen öffentlich konsumierbar ist. Ja, genau. Und da wir ja eher an der Sache arbeiten, verschwinden wir hier gleich, ne? Von genau, Bühne. Ja. Wir haben ja jeder so unseren Track, ja, ne, den wir auch selbst moderieren. Ich werde die nächsten 2 Tage hier mit diversen Gästen rund um das Thema Google Cloud und Work Transformation. Eine Überraschung. Überraschung, ja, genau. Also ich werde in dem Track zu finden sein. Und du? Ja, ich bin ein bisschen zurück to the Basics oder wie auch immer, ne, als Scrum Master und kümmere mich um Agile Teamwork. Und das ist für mich ja auch insbesondere spannend, weil in dieser Corona-Zeit, also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, Teamgate co-located. Ja, und jetzt sind wir alle remote und gerade in der Teamarbeit hat sich sehr viel verändert, denke ich. Und da gibt es auch einige spannende Talks zu, genau zu dem Thema. Ja, sehr cool. Und natürlich auch Agile Games ist natürlich auch ein großer Punkt. Die haben wir natürlich auch beibehalten, was natürlich auch eine Herausforderung ist in dieser Remote-Situation, weil ja da normal viel Interaktion stattfindet. Da haben wir uns ja auch die Experten eigentlich dafür besorgt, ne, den Marc und den Dennis, und hatten auch große Pläne mit Spielen vor Ort und verschiedenste Sachen parallel und jetzt alles remote, ja. Naja, aber wir haben uns ja hier 2 Menschen auch mit ins Boot geholt für die Mainstage, ne? Denen wir gleich mal hier die Bühne auch überlassen werden. Die besseren Entertainer sind als wir. Die besseren Entertainer, genau, die das Ganze hier kurzweilig für den Mainstream auch gestalten werden. Und ich würde sagen, wir begrüßen damit dann auch. Und räumen das Feld, ne? Genau, natürlich den Adel und den Martin. Gleich mit Maske und ja, dann dürft ihr. Wie war das mit der Musik?
Das ist doch beim Boxen auch immer. Da kriegt man so Musik zum Einspielen, zum Reinlaufen. So, Adil. Martin. Jetzt unser Teil hier. Jetzt ist erst 8:05. Tatsächlich, die sind schnell gewesen. Richtig. Der erste Vortrag geht in 10 Minuten los. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns nochmal kurz zurück. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Zeit. Genau. Ich glaube, 8:45 geht der Vortrag los. Genau. Wir müssen jetzt noch Hopin erklären. Kurz auf den Support eingehen. Genau, so ein paar Housekeeping-Sachen. Ich hole mal mein, um das dem Paul gleich sozusagen recht zu machen, mein Chromebook, das ich seit ein paar Wochen teste. Ich werde das hier mal anschalten und gucken, ob das wieder hochfährt. Passwort eingeben. So, und starten wir einfach mal, dass ich vielleicht ganz kurz mal euch durch Hopin durchführe. Und da kann die Regie vielleicht ganz kurz mal meinen Bildschirm einblenden. Also ihr habt hier unter apphopin.com/events-tfert diese unterschiedlichen Bereiche. Da gibt es einmal die Rezeption, in der man immer sehen kann, was gerade so los ist. Aktuell ist halt nur die Mainstage live. Später werden, ich glaube, bis zu 8 sind wir am Anfang, weil wir 2 Games gleichzeitig haben. Aber wir haben sozusagen 7 unterschiedliche Angebote für euch, die ihr konsumieren könnt. Bei den Games könnt ihr natürlich auch mitmachen. Das sind diese Bühnen hier, Mainstage. Dann zum Beispiel der Timo Volkmar fängt bei Agile Leadership in einer guten Stunde an. Wir hören jetzt gleich von der Lisette noch was, genau. Mit der Martin noch was zu erzählen. Wir haben unterschiedliche Tracks hier, Agile Leadership, Agile Teamwork, Scaling Agile, Digital Workplace with Atlassian, Work Transformation with Google Cloud und die Kultur Lounge. Ganz unterschiedliche Formate. Ihr könnt euch immer hier auf der rechten Seite über den Chat einbringen. Da gibt es einmal den Event-Chat. Und in der einzelnen Bühne, ich gehe jetzt mal hier in unsere Bühne rein, gibt es immer ein YouTube-Video, das könnt ihr anmachen. Das mache ich jetzt hier nicht, weil wir uns dann möglicherweise irgendwelche technischen Herausforderungen machen würden. Und dann gibt es bei dem Chat, bin ich jetzt quasi in den Bühnen-Chat gewechselt. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass der Thorsten gerade Hallo aus Frankfurt schreibt und der Florian Grüße aus der Pfalz. Grüße zurück in die Pfalz. Hier oben gibt es Umfragen. Wenn da eine neue ist, dann könnt ihr da drauf drücken. So eine rote Markierung. Jetzt ist zum Beispiel der Chat rot geworden, weil jemand das geschrieben hat. Und da könnt ihr abstimmen, ob ihr zum Beispiel welchen Track ihr am besten findet. Das ist aktuell so, dass der Agile Teamwork Track, glaube ich, vorne ist. Dann gibt es den Bereich Sessions. Das ist ganz spannend. Also ich finde das eigentlich sozusagen mit am spannendsten, weil das so eine Art Open Space ist. Da könnt ihr selber oben eine Session erstellen und mal gucken, ob jemand kommt. Die werden natürlich jetzt nicht besonders intensiv beworben. Wir werden mal gucken, dass wir hier im Mainstream ab und zu darauf hinweisen, was es gerade für Sessions gibt. Aber die könnt ihr jederzeit anlegen und da kann jederzeit jemand teilnehmen. Hier haben wir zum Beispiel schon den Hopin Support. Da sind schon 2 Leute, die gucken. Und hier sind auch, da eben waren zumindest noch welche drin. Sessions, die nicht funktionieren oder lange tot sind, die werden wir einfach wieder rauskicken. Also seid uns nicht böse, wenn die Kolleginnen das machen. Das lässt sich wieder, in der Software unserer Meinung nach, nicht besser abbilden. Dann gibt es den Teil Netzwerken. Als meine erste Tochter geboren wurde, da gab es Chatroulette, nannte sich das. Und das war also äußerst dubios teilweise, was da so passierte. Aber ich habe irgendwann rausgefunden, wenn ich nachts um 2 mit meiner kleinen Tochter auf dem Arm Chatroulette mache, da war ich der König. Ja, da hat nie jemand auch weitergedrückt und so weiter. Und ihr habt zwar jetzt keine Tochter auf dem Arm, aber ihr könnt trotzdem Chatroulette sozusagen Business-Style machen mit unseren Teilnehmern. Ich glaube, das ist super spannend. Können wir jetzt sozusagen, wenn ich auf Bereit drücke, dann wird gefragt, ob mein Video und mein Ton übertragen werden sollen. Dann kann ich ein Videocall mit dem Adil oder einem anderen Teilnehmer kriegen. Wird dann automatisch zugelost, oder? Genau, es ist reiner Zufall, der da stattfindet. Wir hätten vorher sagen können, nur unsere Kunden untereinander und nur die Agile-Coaches, aber das ist ja Quatsch. Also ihr kriegt irgendjemanden zugelost. Wenn der euch nicht gefällt, könnt ihr nach einer gewissen Zeit dann auch weiterdrücken. Vielleicht sagt ihr vorher Bescheid und sagt, ja, war ja nett mit dir. Ich glaube, nach 3 oder 4 Minuten müsst ihr aufhören. Also sie sind sozusagen begrenzt in der Zeit. Es gibt eine Mindestzeit, seht ihr aber auch alles da in dem Tool selbst. Und dann gibt es die Ausstellung, da sind unsere Kollegen unterwegs. Da könnt ihr jederzeit hin und mit Kegon über Safe reden oder mit unseren Kollegen über, wie ihr von Microsoft in die Google Cloud wechseln könnt, über Agile Hive oder über Linspin. Das sind quasi
Angebote, die es uns auch ermöglichen, diese Konferenz hier durchzuführen. Ja, das ist eigentlich so das Tool, würde ich sagen. Ihr könnt chatten, ihr könnt die ganzen Teilnehmer, wir haben jetzt 570 Teilnehmer, die gerade online sind, die könnt ihr durchsuchen und dann könnt ihr zum Beispiel auf den Alexander Pöllmann draufdrücken und den zum Video einladen oder ihm schreiben, hi Alex, den kenne ich sogar, das darf ich. Und dann kann er mir antworten und wir können miteinander sprechen. Ja. Aber Vorträge bewerten sollten die Teilnehmerinnen auch. Richtig, erzähl mal. Jeder Vortrag kann natürlich bewertet werden. Und dazu würden wir euch auch bitten, also euch dazu aufrufen, genau diese Vorträge zu bewerten. Der Martin macht hier gerade auch das Hauptprogramm auf, wo ihr die Agenda seht. Und dort seht ihr theoretisch, dass wir gleich mit der Keynote von Lisette Sutherland starten. Die Regie gibt auch schon an, dass unser Gast bereit ist. Mhm. Deswegen könnten wir gleich dann rübergehen. Aber kurz bevor wir dann rübergehen, sollten wir vielleicht nochmal auf die Support-Seite gehen, ja, die ganz oben verlinkt ist. Also ihr drückt auf den Vortrag bewerten, ach so, ja, genau. Link und dann, ich glaube, jetzt geht er noch nicht, weil man nämlich erst muss ja angefangen haben. Also wir sind sozusagen jetzt noch 4 Minuten zu früh. Macht ja auch jetzt keinen Sinn, weil ihr habt den Vortrag noch nicht gehört. Das heißt, ihr sollt jetzt noch gar nicht bewerten. Das Bewerten ist aber ganz einfach. Es ist ein Einfeldformular sozusagen. Ihr gebt da mit Text ein, was euch gefallen hat. Try, keep, drop könnt ihr euch so vielleicht in Erinnerung rufen und sagen, was soll der Sprecher vielleicht mal ausprobieren? Was war gut? Was kann er beibehalten? Und was soll er vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr machen? Das wäre super, weil das eigentlich Gold bei so einer Veranstaltung ist. Also wenn ich einen Vortrag halte, dann will ich halt irgendwie Rückmeldung bekommen. Genau. Aber oben jetzt nochmal kurz Support auf die Support-Seite. Ja? Genau. Hier auf dem Reiter kriegt Support, findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten, um mit unserem Support-Team, das gerade auch bereit ist, um euch bei sämtlichen Schwierigkeiten zu helfen. Ihr könnt sie telefonisch erreichen oder einfach in ein Google Meet springen. Da sitzt das Team im Büro nebendran. Ich wusste, dass du die anklicken möchtest. Ich glaube, nicht draufdrücken, aber zum Beispiel Inga ist jetzt hier da und ich sehe hier schon mein eigenes Video. Genau. Also das ist relativ einfach. Ihr könnt auch eine Telefonnummer wählen, wenn das für euch einfacher ist, wie der Adi schon gesagt hat. Genau.